Genau das, was den Leuten als erstrebenswert und heilsam empfohlen wird, führt, wie es eigentlich immer deutlicher wird, zu deren Unglück, Unattraktivität, Schwächung und Depressionen. Nehmen wir gleich mal die Obergruppe hier, also jene, die liberalen bzw. progressiven Ideologien anhängen. Und ja, zu diesen gehören ja nun mal Woke-Ideen, Feminismus und alle anderen Formen der Vereinzelung, das heißt des Individualismus. Für all diese Phänomene sind ja Frauen mehr empfänglich als Männer und deswegen wirken sie auch oft so extrem verbittert und mental angegriffen. Eben weil die Ideologie, die sie vertreten, ihnen selbst eher schadet. Bevor wir noch ein bisschen tiefer einsteigen, empfehle ich dir dringend, in meinen Premium-Bereich zu kommen. Dort zeige ich dir dann, wie du deine Anziehung auf Frauen steigerst, die du haben willst, und auch, wie du dich so positionierst, dass du rund um die Uhr als entspannt und selbstbewusst wahrgenommen wirst, genau was die Ladies wollen also. Wäre schön, wenn du zum inneren Kreis hinzustößt. Der Link zum Sofortzugang ist unten in der Beschreibung. Ja, du kannst dir Statistiken ansehen, wo und wie viele du willst. Du wirst, wenn es wirklich um empirische Untersuchungen und nicht um politisch eingefärbtes Wunschdenken geht, eigentlich immer dasselbe Resultat finden, nämlich dass Ideologien, die nicht archetypisch bzw. traditionell sind, unglücklich machen. Wir sind das ja hier schon oft durchgegangen und haben das anhand von vielen Untersuchungen belegt. Liberale leiden häufiger an Depressionen, Liberale haben häufiger Probleme mit geistiger Gesundheit, Liberale sind weniger zufrieden mit ihrem Leben, Liberale sind weniger glücklich mit ihrer Familie, Liberale werden als weniger attraktiv wahrgenommen, das hatten wir auch schon, und ja, speziell liberale Frauen, die sind drastisch mehr verbittert und so weiter und so fort. Und wenn mir jetzt wieder einer sagt, du meinst ja in Wahrheit Linke und nicht Liberale. Nee, ich meine Liberale, sonst würde ich es nicht so sagen. Besonders betroffen ist natürlich die aktuell heranwachsende Generation, die man da so mit Mühe und Not ins Berufsleben pusht und ihnen dort einredet, sie sollen den Laden so richtig umkrempeln, alles Bestehende einreißen und ihnen stünde Respekt zu, ohne dass sie denselben Aufwand betreiben müssen, wie es vorangegangene Generationen noch taten. Der Leistungsgedanke, der ist ja heute unter dieser Gruppe ganz besonders ganz klar verpönt. Aber dennoch, oder vielleicht gerade weil sie nicht denselben Leistungsdruck haben, ist diese Gruppe, also die Gen Z, so ziemlich die unglücklichste, die wir je hatten. Hier haben wir den World Happiness Report 2024 und aus diesem geht genau das hervor. Ich verweise dich an dieser Stelle nochmal auf mein Video, in dem ich aufzeige, warum niemand so wirklich mit Gen Z-Lern zusammenarbeiten will und Manager diese als anmaßend, faul, inkompetent und hypersensibel betrachten. Ja, liest man sich dann mal so ein bisschen durch die Beschwerden der Gen Z-Leute, dann sieht man da wirklich sehr viel Verzweiflung und Apathie, aber auch Unwissenheit darüber, warum es so viel Frustration besteht. Das sind also die Wortmeldungen der Gen Z-Leute hier. Ich muss gleich dazu sagen, das ist sehr holprig übersetzt. Auch im Original war dort sehr viel Kauderwelsch zu lesen. Gehen wir mal ein paar von denen durch hier. Ich denke, dass es irgendwann, wenn man seine 20er genießt, sicherlich darum ging, zu reisen, zu feiern, Single zu sein und viele Beziehungen mit anderen zu haben. Und Dinge nicht ernst nehmen zu müssen, war eine Sache. Jetzt gibt es eine psychische Krise. Oh ja, die gibt es. Außerdem müssen wir alle sehr hart arbeiten, um uns nicht nur das Nötigste leisten zu können, sondern auch, um uns eine Zukunft zu sichern. Ja, jetzt geht's hier also schon gleich los mit den finanziellen Problemen, die natürlich alle anderen Generationen auch haben. So, hier schreibt einer, weil von ihnen erwartet wird, dass sie nach der Schule genauso gute Leistungen erbringen wie die Leute, die vor ihrer Geburt gearbeitet haben. Sie geben sich maximal an und bekommen dafür das Minimum. Naja, hier wird sich schon beschwert, dass man nicht genug bekommt, obwohl man, so wird hier davon ausgegangen, ähnlich viel leistet wie vorangegangene Generationen, was natürlich nicht der Fall ist. So, hier schreibt einer, weil sich niemand etwas leisten kann. Ja, da geht es also wieder um die Job- und Geldsituation. Weil mir alle sagen, ich soll mein Leben im Griff haben und mein Geld sparen, um mir ein Haus leisten zu können. Aber ich gebe einen Großteil meines Geldes für Lebensmittel und Dinge aus, die ich einfach zum Überleben brauche. Ja, also wieder dasselbe. Der Arbeitsmarkt ist düster, die Einstiegsgehälter sind niedrig und so weiter. Ich denke, die Apathie kommt daher, dass man weiß, dass man in diesem System keine Zukunft hat,
aber man erwartet, dass man an diesem System teilnimmt. Man fühlt sich also nicht richtig abgeholt. Nächster Kommentar, dann hier, ich kann es mir nicht leisten, auszuziehen, mein Auto verschlingt mein Einkommen. Und dann geht's auf die sozialen Medien zu, diese fördern unrealistische Erwartungen an Aussehen und Beziehungen. Ja, das stimmt, kann man so stehen lassen. Ja, hier schreibt einer, meiner Meinung nach liegt der Grund dafür, dass Menschen unzufrieden sind, Kommunikationsprobleme, Konzentrationsprobleme und alle möglichen Engagementprobleme haben in den sozialen Medien und in den kurzen Inhalten im Allgemeinen. Ja, hier werden die sozialen Medien nochmal vehement kritisiert, aber man muss natürlich auch sagen, dass niemand gezwungen wird, an diesen teilzunehmen. Du bekommst ja dein Handy oder dein soziales Profil nicht in dein Gehirn implantiert, also man hat die freie Wahl, sich davon fernzuhalten. Hier schreibt jemand, die Zukunft scheint einfach so unklar zu sein und es fühlt sich so an, als wären wir dem Untergang geweiht, wenn wir nicht bestimmte, konkrete Entscheidungen treffen. Ja, die Zukunft ist und war für alle Generationen unklar. Ich weiß nicht, was daran jetzt so schlimm sein soll und als Ursache für den Frust bei den Gen-Zilern herhalten kann. Ja, machen wir noch einen. Ich denke, dass es neben dem wirtschaftlichen Faktor auch eine große humanitäre Krise unter den jungen Leuten gibt, die mit Einsamkeit einhergeht, die vor allem Männer zu treffen scheint. Naja, also ich würde mal sagen, Männer haben noch die wenigsten Probleme mit dem Alleinesein. Und hier geht's dann weiter. Ich denke, dass es heutzutage viel schwieriger geworden ist, eine Beziehung oder Freundschaft zu finden und aufrechtzuhalten als früher. Ja, das ist ein dickes Problem und hier wird indirekt die Vereinzelung, also der Individualismus, moniert. Wird aber nicht so direkt angesprochen. Nun bin ich mir über die Ursachen nicht sicher, aber ich bin mir sicher, dass die Einsamkeitsepidemie so real ist, wie es nur geht. Absolut richtig analysiert, aber nicht die richtige Schlussfolgerung gezogen. Ja, du siehst also, dass sich größtenteils über hohe Kosten und soziale Medien beschwert wird, aber nochmal zu letzterem. An diesen asozialen Medien muss man ja nicht teilnehmen, man hat die freie Wahl, sich davon zu distanzieren, in Clubs und Vereinen und natürlich auch in einer bedeutungsvollen Beziehung. Der Kern für den Frust bei jungen Leuten und allen anderen Schlips ist eher die verloren gegangene Anbindung an traditionelle Werte. Und wie und warum diese dich für das andere Geschlecht attraktiver machen, das erkläre ich dir in diesem Video, guck dir das gerne mal an. Danke dir fürs Zusehen, liken und kommentieren. Beste Grüße, ciao, ciao.